Und damit herzlich willkommen zu einer Folge Doppelknack. Und was habe ich gefunden? 3 ganze Basen zu raiden. 2 davon werde ich versuchen, jetzt direkt zu knacken. Ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Ich mache mir jetzt erstmal ein Kit ready, nehme mal ein bisschen C4 mit und alles. Und einen Flammenwerfer auch, weil ich so einer bin, ne? So einer bin ich. Sag ich euch auch so ehrlich, wie ich es kann. Crossbow nehme ich, Grappling Hook nehme ich. Dann lade ich alles durch und ich brauche eigentlich auch ein Stego, ne? Geheilt, ja gut, dann muss ich jetzt wohl da übel kurz... Oh, da teleportiert sein. Ich habe gerade eben... Na, das ist jetzt ein bisschen strange. Ich habe nämlich gerade eben schon mal einen Teleport gehört, vor so 20 Minuten. Dann ist hier irgendwo wahrscheinlich... Ich war dann schon suchen, aber habe nichts gefunden. Irgendwo unter mir portet sich dann einer scheinbar rein und raus. Oh no, Leute. Das darf nicht wahr sein. Sag mir, dass das jetzt nicht wahr ist. Ich glaube, ich habe ein richtiges Problem. Und da geht der nächste Teleport an den Start. Ich glaube... Och nee, aber ich habe das doch eigentlich nicht gemacht. Ich glaube, ich habe meinen Dadon nach dem letzten Raid am Terminal hochgeladen und vergessen runterzuladen und der ist jetzt weg. Ja, ist weg. Alter, bin ich ein Dödel. Aber ich habe das doch nicht am... Habe ich das am Terminal hochgeladen? Ich habe das doch rübergebracht. Ich habe doch die Stegos mit rübergebracht mit dem Dadon, oder nicht? Als ob ich jetzt ein neues Dadon zählen muss. Ach nee. Aber ich bin mir eigentlich sicher, dass ich das nicht hochgeladen habe. War schön, mit euch gezockt zu haben. So blöd kannst du halt nicht sein. Wirklich, so blöd kannst du nicht sein. Level 60. Mit einer Schlange dran und alles. Egal, komm, wir versuchen's. Und jetzt komm, Dadon, komm. Er ist sehr gut. Dann düse ich zur Base und hol Prime. Beziehungsweise direkt ein bisschen Hammelfleisch. Der ist auch gepowerhungert. Dann haben wir jetzt ein schlechtes Dadon. Oh Mann, aber ich brauche gerade einfach nur irgendeins, um den Stego einmal hochzuheilen. Weil ich glaube, dass ich den einen Raid mit einem Stego-Run gemacht krieg. Und der zweite ist ein One-C4er. C4 dran zünden. Ja, und dann habe ich noch einen dritten Raid. Der ist ein bisschen... Da muss ich aber wahrscheinlich soaken und healen. Dadon geht raus. Habe ich denn Dadon Sattel? Ja. Gut, er ist voll. Dann nehme ich dich natürlich auch mit. Genau wie das. Aber gut, so ist das im Leben eines Arkas. Und ich denke, ich spawne hier und mache erst den Steinbase-Knack. Einmal raus, der Desmobre. Und ich weiß, der Desmo ist natürlich nicht der schnellste, aber der manövrierfähigste. Damit kann ich sehr gut über Basen hovern und so und mir genau Winkel angucken und sowas. Das geht mit dem Mavic nicht so gut. Deswegen dachte ich mir, bin ich lieber ein bisschen langsamer unterwegs. Hab dafür aber die Präzision. Ich bin Präzisionsgamer, Junge. Gut, und dann schauen wir mal, denn irgendwo hier müsste jetzt eigentlich ziemlich direkt Raid Target Numero Uno sein. Wie angekündigt, nur ein kleiner Steinknack. Also im Grunde ist das nicht mal der Rede wert hier, aber eben der Sprengung wert. Okay, haben wir irgendwas Gutes? Nee, wer hätte es gedacht, ne? Jetzt gerade wird es auch extrem dunkel. Ich mache jetzt mal hier das mit dem Flamo weg. Und down der Luckes. Empty. Ja, okay, es hat sich ja übel gelohnt. Und hier haben wir einen Gamer. Oh, 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 oh. Das hat sich doch gelohnt. Ja, okay, und damit jetzt fliege ich an meinem Raid Target 3 vorbei. Werde es ignorieren, um zu meinem Raid Target 2, was ich jetzt als nächstes raiden werde, zu kommen. Denn Raid Target 3, was wir jetzt gleich sehen müssten, was hier irgendwo unten steht, ist ein bisschen... Ist ja nicht fett, aber schon ein bisschen bigger. Da werde ich nicht einfach mit dem Stego ranrennen können. Zumal ich meine, dass ich da vorhin einen gesehen hätte. Also sind die wahrscheinlich auch online. Und ihr wisst ja, Solo und Online-Raid machen Arc 2022 so gut wie unmöglich. Von daher habe ich da nicht so krasse Chancen. Da ist sie nämlich. Da seht ihr sie. Einen dicken, bicken Bubat. Serious Ride. Irgendwas. Mit paar Heavies, paar Normals. Da müsste ich halt eine Seite soaken und dann mich ransprengen oder so. Das dauert ein halbes Stündchen oder was. Ja, ist auch sehr cool, wie viel ich gerade sehe. Also es macht super Spaß. So werde ich auch wahnsinnig gut raiden können. Muss aber jetzt aufpassen, weil hier unter mir die Base schon irgendwo war, ne? Genau hier. Guckt euch an. Oh, da standen eben nicht so viele Turrets. Die sind on. Die sind definitiv on. Free Candy. Vorne Heavies. Hinten nicht, ne? Was, wenn ich von hinten komme und dahinter gehe? Wie viel Uhr ist es? Okay, ich bin noch eine Weile unsichtbar. Ich check jetzt nochmal die Seite hier. Von der Seite, da guckt halt eins hin. Und dann check ich jetzt nochmal von hinten die Lage. Von hinten die Lage sagt, die sieht gut aus. Die Seite ist sogar besser, ne? Da muss ich das eine Turret da outrun. Aber das sollte ja gehen. Okay, ich gehe mal kurz ein Stück tiefer. Darüber müsste ich ja auch noch können, ohne abgebollert zu werden. Müsste Eierpüste, ne? Das ist... Oh, Alter, kannst du nicht... Das regt mich so auf an den Viechern, ne? Muss ich mal ansprechen. Die machen immer eine Querlandung. Immer. Ich platziere hier 2 Sleeper. Ich kicke meinen Stego hier raus. Genau. Gehe drauf. Nehme... Rockets in die Hand und komm hier nicht durch jetzt, oder was? Dann wäre ich aber sauer. Dann werde ich sauer, Junge. Was ist das? Okay, wohl oder übel. Muss ich jetzt eine Runde farmen? Aber die besten Raider müssen farmen, ne? Selbst die besten Raider müssen farmen. Spätestens, wenn beim Raid der Stein im Weg ist. So, und dann werde ich jetzt links hinter die Base flitzen. Mich hinter fietzen. 3, 4 Heavies werde ich jetzt hoken, ja.
Das Fiomia blockt für mich. Fiomia, krass. Krass. Sehr, sehr krass. Okay. Wir sind hinter. Steigen ab. Ballern uns ein dickes Loch rein. Und Sprengung. Ein Internalus sehe ich nicht. Also rein, der Simi. Wunderbörlich, ehrlich. Betten weg. Alter, diese Frame-Einbrüche vom Flamethrower immer. Und dann gucken wir. Fleisch für meinen Dadon, aber ich glaube, sag auch ehrlich, da hätte ich mehr erwartet. Hier ist ja genau nichts. Hier ist genau nichts. Da müssen jetzt Blueprints drin sein. Komm, mach nicht diesen mit mir. Stein und Holz. Ja, ich kratz ja ab. Ja, ihr krotz ja ab. Ihr Kruzifix. Okay, dann gucke ich aber, dass ich die Ammo hier rauskrieg. Yo, Turrets sind zu. C4 in der Mitte. Einmal sprengen. Und wie viel Ammo ist es? Ein bisschen. Und die beiden hier. Sprengen den Laden. Da habe ich mich selbst geheatet. Her mit die Ammos. Und ein Greenhouse haben sie. Das brauche ich aber auch nicht wirklich, ne? Okay, ich bin jetzt overloading. Komm, Prim Flak braucht kein Schwennekes mehr. Und das lohnt sich eigentlich, ne? Oh, das ist leer. Okay, sag ich, wie es ist. Da hätte ich jetzt mehr erwartet. Aber gut, mal so, ne? Dann werde ich jetzt, denke ich, den Stuff in die Base bringen. Und ich guck mal kurz, hier ist ja die Blossom Cave, ne? Oh ja, oh, guck mal da. Oh, geradet. Oh, der Laden ist gezogen. Schade, Marmelade. Schade. May Melody. Genau, hier, guck mal, genau wie ich meinte, hier ist die Blossom. Würde jetzt ungern mit dem Zeug einfach reinfliegen, aber wenn man da schon nicht sieht, da wäre die Wall. Genau da. Dann ist das sehr wahrscheinlich geknackt. Und dann gibt es hier noch den Untergang, den Weg zur Untergrund-Aberration-Gebiet-Zone. Da können wir auch mal gucken, ob da zugebaut ist, ob das jemand geclaimed hat. Das war auf jeden Fall ein Raid. TTT. Und da ist das Loch. Ja, müsste ich reinfliegen. Gerade mit dem Stuff mir auch zu risky, dass ich dann von Turrets überrascht werde. Okay, hätten wir das zumindest abgehakt. Ist jetzt nicht mehr Nacht, heißt ich bin auch wieder full visible. Macht mir aber im Grunde nichts aus. Ich fliege jetzt da hinten zum Drop. Und wenn ich auf dem Weg nichts sehe, dann sehen wir uns im nächsten Clip. Tschüss. Und damit, meine lieben Freunde, willkommen im nächsten Clip. Ich war noch einmal kurz auf Fjordo unterwegs, um zu scouten, ob ich eine Base finde und habe ein kleines verstecktes Bett vom Jedmeister Paul entdeckt. Danach habe ich mich umgeschaut und geguckt, warum der Jedmeister Paul sich da wohl ein Bett gesetzt hat. Schnell fand ich heraus, dass sich dort eine Base verbirgt. Ein hundsgemeiner Tribe namens Stripe wartete auf mich und etwas unterhalb derer Base genauso deren Stegos. Und was würde ein guter Gamer jetzt natürlich tun? Ihr habt's erfasst, zu den Stegos sneaken und gucken, ob er da vielleicht das ein oder andere Ei stibitzen kann. Leider waren die Eier nicht befruchtet. Nach der Zündung musste ich feststellen, dass da leider keine Eier waren. Ich bin also ein bisschen weit herumgeflogen und habe noch eine Base auf einem kleinen Pilz entdeckt. Nichts Großes, ich habe ihm alles Wichtige natürlich abgezockt, bin aber schnell wieder abgehauen. Um etwa an einer Stunde später noch einmal zu gucken, ob ich bei den Stegos doch noch ein befruchtetes Ei finde. Und dann habe ich das gesehen. Oh Leute, guck mal, wer da foppt. Jedmeister Paul. Er ist sogar da. Er baut gerade eine Fob. Genau jetzt gerade. Er hat einen Turret, nein, er hat einen Turret. Scheiße, habe ich nicht gesehen, ich wollte ihn grabben. Oh no, oh no, oh no, oh no. Egal, ich hatte ihn nur ein Scout-Kit bei, Scheißdreck. Fuck, ich wollte ihn grabben. Scheiße, der hatte safe noch den ganzen Rest im Inventar von seiner Fob, die er machen will und alles. Ach, so ein Mist und die Stegos unten haben sie scheinbar weggeräumt. Ach, so ein Mist. Der Jedmeister Paul. Scheiße, vor allem wollte ich die Jungs da eigentlich raiden. Die haben nur Full Tech, ich wollte da eine Rampe hochbauen. Scheiße, er foppt da jetzt big up. Ich meine, ich könnte hin und seine Cliff von unten wegsprengen, ne? Aber geiler wäre es eigentlich, wenn ich ihn jetzt ein bisschen soaken lasse und dann den Raid klaue, oder? Das Problem ist nur, sobald er da Chandeliers unter der Cliff hat, kann ich den Raid nur noch sehr, sehr schwierig übernehmen. Wie zum Scheißdreck zocke ich das? Okay, ich gehe jetzt nochmal mit dem Bloody hin und dann gucke ich einfach mal, was passiert. Ich denke, ich probiere mein Glück. Hab jetzt hier meinen Bloody dabei und guck einfach, ne? Oh, guck mal, ja, er ist schon da. Baut jetzt gerade seine ersten Turrets. Geh mal so, dass er mich nicht sieht. Oh, das sind mehrere. Der ist nicht solo. Ich dachte, weil der Jedmeister Paul heißt, ist der vielleicht solo. Einer ist da. Wer ist das? Bananenjoghurt. Ja, die... Fuck, jetzt kriege ich die Fob auch nicht mehr weg. Jetzt ist meine einzige Chance, den Raid zu kriegen. Legit. Indem ich dir einfach frage, ob ich mitmachen kann, ne? Auch wenn das sowas von unwahrscheinlich ist, weil in Ark jeder Trust-Issues des Todes hat, denke ich, ich probiere es trotzdem. Der ist Level 120, die haben auch Bosse gemacht. Ja, die werden mich safe nicht mitmachen lassen. Die sind Full-Tech und alles. Da oben in der rechten Ecke von meinem Bildschirm, da ist die Base.
Da unten könnte ich fobben, da ist deren Fob. Aber gegen einen Full-Tech-Tribe werde ich mit meiner Solo-Pimmel-Fob echt nichts machen, ne? Ich kletter hoch. Und dann rede ich. Wird gepumpt. Da hat sein runtergefetzt. Hallo, hallo? Hallo, hallo, hallo? Hört mich einer? Ja. Darf ich mit raiden? Ich habe das Raid-Target vor 2 Tagen gefunden und hatte richtig Bock, den zu raiden. Und dann komme ich jetzt hier hin und dann sehe ich, ihr baut hier gerade eine Pop. Ich war der eben mit dem Desmodus, als ihr nur einen Schild hattet, da reingebrattert ist. Ihr könnt doch den Loot haben. Komm schon, sag ja. Und wie stellst du dir vor, dass du mitmachen kannst? Kann man Alice machen hier auf dem Server? Nee, leider nicht. Sonst könntest du gerne mitmachen. Ja, okay, nee, dann ist... Dann ist tatsächlich schwierig. Ja, wir hatten auch gestern hier gescoutet und haben dann die gefunden. Ja, ich weiß, ich habe euer Bett gesehen, da rechts auf dem Pilz, ne? Ja, das habe ich gesehen. Weil sonst, keine Ahnung, alle Basen haben Tech-Trills und nicht so einfach zu raiden hier. Ja, die haben aber auch Tech, ne? Nur ein Tech-Gen. Ich habe auch kein Tech. Ich bin halt solo. Kein Tech? Nee. Vielleicht den Arc oder was? Ja, ein bisschen. Hast du nicht mal hier Road to Alpha probiert? Nee. Das ist ja hier ganz geil, es gibt dieses Roto-Alpha-System und da musst du aber mit dem Spino auf Abbe in den Fluss gehen und dann kannst du aber die Fische abfarben, dann kann man so ziemlich schnell Tech-Trails freischalten und alles. Hä, als ob, wie funktioniert denn das? Muss man nicht Bosse machen? Und cool, dass ich, nachdem ich eine Woche auf dem Server spiele, erfahre, dass man Tech freischalten kann, indem man wilde Dinos tötet. Okay, zugegebenermaßen, man muss 15.000 Stück killen, aber wer Bock drauf hat... Ja gut, dann zieh ich mal ab, ne, viel Glück euch. Danke. Und wer nämlich seht, raidet mich nicht. Baust du auf Fjodor wieder? Ja, ich baue auf Fjodor. Ein alter Spot? In der Nähe, ja. Ah, geh mal suchen, dann Spaß, alles gut. Ich glaube, die kannten mich sogar, ne? Weil er gerade fragt, dein alter Spot. Aber die haben keinmal gesagt, bist du Sharks? Das finde ich, es sind wesentlich geilere Interactions, wenn die Leute nicht eskalieren, nur weil man irgendwie ein paar YouTube-Videos macht. So kann man wenigstens noch normale Gespräche hier führen. Jetzt wissen sie natürlich, wo ich baue. Das ist natürlich nicht der Plan gewesen, sag ich mal so, ne? Scheiße. Ich wusste halt nicht bis zum Ende, dass die mich kennen. Deswegen habe ich... Scheiße, die wissen halt jetzt echt, wo ich baue, ne? Das realisiere ich gerade so ein bisschen. Das ist jetzt echt überhaupt nicht geil. Oh Mann. Aber gut, da kann ich jetzt eh nichts dran ändern, ne? Sag ich, wie es ist. Ich habe gerade gesehen, jemand hat meine Startbase geknackt. Der Jochen ist offen. Da war nichts mehr drin, also halb so wild. Und hier haben wir neue Betten vom Jedmeister Paul namens Green Obi. Green Obi down. Das sind die meinen Raid geklaut haben. Die Oberärsche. Ah gut, ich gehe jetzt noch ein bisschen scouten. Den Raid musste ich leider aufgeben. Aber tatenlos rumsitzen wollte ich natürlich auch nicht. Den Rest des Abends habe ich noch nach weiteren Raid-Zielen geschaut. Und um ein bisschen zu spoilern, ich bin fündig geworden. Und natürlich hatte ich auch noch den Raid auf Valgero. Für mich gibt's auf dem Server also noch so einiges zu tun.